Achtung, 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 Achtung! Bratwurst-Video. Ja, ich mache ein Bratwürste-Video. Ich habe mir gerade hier Kühlbets, Kühlakkus in der Kühltasche zusammengepackt. Denn ich muss jetzt hier in die Nachbarschaft, ich muss jetzt hier runter ins Dorf. Denn da hat heute jemand Bratwürste gemacht, ganz frisch. Da hat so eine kleine Metzgerei aus seinem Keller gebaut. Natürlich hat er auch ein Gewerbe dafür angemeldet. Da gibt es dann Leberkäse, Weißwürst, Bratwürst. Und da habe ich bestellt. Bei Bestellung hole ich jetzt ab. Und anschließend werde ich dann hier auch Bratwürste grillen. Also abschalten, wer kein Bratwurst-Video macht. Einfach abschalten. Bin nicht sauer oder beleidigt. Nee, nee. Ich mache die halt heute, weil es die ganz frisch gibt. Und da sind sie richtig, richtig lecker. Ja, und ja, auf geht's. Ich nehme euch jetzt mal mit ins Dorf. Hallo bei Holgers Grillen. Ja, natürlich bin ich zu Fuß unterwegs. Das sind so circa 500 Meter, sage ich jetzt einmal, ja. Vielleicht 600, wenn überhaupt. Ja, und bei uns im Dorf hier in Schwürbitz, da gibt es zwei Spezialisten, ja. Da gibt es den B und den D. Also B wie Bade, wie Bade. Und D wie, ja, wie D. Wie, ja. Thorsten zum Beispiel. Ich will die Namen nicht verraten, ne? Ja. Und ja, und da gibt es halt, die machen immer selbst ihre Sachen, Bratwurst und so weiter. Und zum D gehe ich heute, zu D.R. Und ja, das ist dann auch unten drunter in mein Rezept. Ja, Zutatenliste. Und ja, die sind immer total lecker, die Bratwurst und alles andere, was ich da jetzt abhole. Also, Stück laufe ich noch, zeige ich euch die schöne Kirche noch im Dorf und dann sind wir schon dort. Ja, und da ist sie, unsere wunderschöne Kirche. Das ist die Herz-Jesu-Kirche und die wurde, ja, 1899 wurde die hier eingeweiht. Jawohl, also die hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, gell? Dort drin habe ich auch geheiratet, da war meine Hochzeit. War sehr schön und ist immer sehr schön. Meine Kinder haben da drin Taufe gehabt, Kommunion, Firmung. Ja, wie halt jeder, der in einem Dorf lebt, ganz normal dann in seiner Kirche, die dort vor Ort ist, natürlich dann auch die kirchlichen Feste und Zeremonien mitmacht. Also bergabwärts ins Tal, ja, von meiner Alm, ist es bedeutend leichter, vor allem auch wenn die Tasche leer ist, jetzt bergauf, oh, war ich schon ganz schön aus der Puste. Aber ich habe auch eine gute Nachricht für euch. Ich habe die Erlaubnis vom Thomas Rauch, seinen Namen zu nennen. Ja, das ist ja öffentlicher Verkauf, also wie schon gesagt, der hat ja Gewerbe angemeldet. Ich war mir vorhin beim Hinlaufen noch nicht sicher, weil manche Leute mögen das ja nicht, wenn ihr Name erwähnt wird, aber er hat gesagt, doch, doch, darf er auf jeden Fall sagen. Ja, er ist auch hier bei uns und im Umland bekannt. Er macht das ja schon Jahrzehnte. Und jetzt packe ich einmal schnell aus und wir schauen einmal noch. Ach, du willst auch noch schauen, gell? Ha, du willst auch noch schauen, das habe ich mir schon gedacht. In meiner Bestellung waren natürlich viele, viele Bratwürste. Das sind immer 10 Bar, 20 Stück. Habe ich zweimal. Und 10 Bar, die grille ich jetzt dann gleich im Anschluss. Dann habe ich hier noch Weißwürste, diese Weißwürste. Schaut mal. Oh, ja, diese Weißwürste. Dann habe ich hier einen groben Leberkäse, einen feiner Leberkäse und einen Pizza-Leberkäse. So, das räume ich jetzt alles auf, verstaue das und dann geht es hier draußen weiter mit dem Grillen. Dann legen wir hier los und schüren mal richtig den Grill ein. So, dann zeige ich euch einmal alles aus der Nähe. Ja, er hat schon gerade eine Bratwurst gekriegt, jawohl. Ich zeig's euch. Ja, jetzt sind es nur noch 19.
Ja, es waren 20. Gut, da habe ich hier Sauerkraut. Sauerkraut, das ist eine Spende vom Vorstand, vom Schützenverein. Das sind meine Nachbarn, die haben hier ihr Schützenhaus. Und bei der letzten Feierlichkeit hat er mir das überreicht für ein Grillvideo. Dann habe ich hier den Ketschendorfer Senft. Senft in Fränkisch, ja, Senf. Ah, Seidle Bier habe ich da. Ich habe ja Fastenzeit, gell? Da trinke ich keinen Alkohol. Ja, dauert noch ein wenig. Dann habe ich ein wenig eine Gabel, um das Sauerkraut ein wenig rumzurühren und natürlich einen Würstzwicker. Und da kommen dann die heißen Würste rein. Und vom Dorfbäcker natürlich, ja, frischer Brödler, gell? Frischer Brödler habe ich auch gekauft, Brötchen. Ja, dann räume ich hier ab, wie schön den Grill da auch. Ich mache das heute auf dem Gasgrill, ganz praktisch und bequem. Und dann werden die gebrutzelt. Ja, wenn es Bratwurst gibt, da passt du immer gut auf. Ne? So, den Grill, den haben wir jetzt vorgeheizt auf ca. 250 Grad. Bratwurst wird natürlich über direkte Hitze gegrillt. Aber ich will jetzt schnell mein Grillrost noch einmal schnell abbürsten. Und dann kommen wir die Bratwurst drauf. Ja, dann lege ich einmal auf. Ich werde jetzt rechts und links gleichmäßig verteilen. Das ist die Probewurst für mich dann. So. Ja, das ist keine große Grillkunst. Bratwurst, das geht natürlich ganz einfach und ruckzuck. Oh, schaut einmal, das Sauerkraut, das brutzelt schon. Oh, jawohl. Ab und zu müssen wir es natürlich umrühren, ne? Ganz klar. Ja, natürlich muss man die auch ab und zu wenden, aber wie schon gesagt, das ist keine Zauberei. Ich glaube, das kriegt jeder zusammen. Ja, Gasgrillen ist halt sogar richtig modern geworden in den letzten Jahren. Früher, ja, da gab es das noch nicht so. Aber es ist natürlich schon praktisch, gell? Mittlerweile gibt es natürlich auch schon richtig gute Elektrogrills. Ich habe da ja auch einen im Keller stehen. Ja, manchmal hole ich den raus und dann grill ich auf dem Elektrogrill. Warum denn nicht? Wie ich gerade Lust habe. Wenn man die Möglichkeit hat, zu variieren, warum soll man das dann nicht machen, ne? Ja. Ja, kleine Sauerkrautprobe. Also Bratwurst mit Sauerkraut, das ist immer ein Traum. Immer lecker. Es gibt zwei Sachen, die beim Bratwurstgrillen richtig geil sind. Das erste ist natürlich der Sound der Bratwurst. Der Sound der oberfränkischen Bratwurst. Hört ihr, wie das brutzelt und zischt? Oh. Der Sound der Bratwurst. Und daneben quackelt das Sauerkraut. Lecker. Und die Nummer 2, also das ist natürlich vom Rost runter die Bratwurst probieren. Ah, heiß. Das Brutzeln, der Sound und dann die Probe. Das ist natürlich des Grillers recht. Ja, der kriegt da Schnipsel, der lauert schon da unten, gell? Ja. So lecker. Und da sind sie nun, die gebrutzelten Original-Schwörbezer Bratwurst aus Oberfranken. Oberfränkische Bratwurst, ja. Oh, lecker. Ich werde jetzt servieren.
Schaut gut aus, gell? Und seine Belohnung, weil er so brav war, die ist jetzt ein wenig abgekühlt. Ne? Jawohl. Doch, das ist schon immer hart, wenn man da zugucken muss. Ne? Ja, noch freilich. So. Ja, dann verabschiede ich mich jetzt für euch. Ich hoffe, das Video hat euch ein wenig Spaß gemacht und vielleicht ein bisschen zum Schmunzeln gebracht. Und ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder bei mir dabei seid. Und bis dahin sage ich jetzt Tschüss und Servus, euer Holger. Prost!